החביבי תל אביב תסתכל כמה לירדי מסביב עושים לי היי היי בלילה וואי וואי וסחתן על תל אביב זורחת שמש בעיר הלבנה. Ich habe mir die Schule angeguckt und hier sind die Klassen schön klein und die Lehrer waren auch alle nett. Also der erste Eindruck war halt echt schön. Und die Schüler waren auch alle sehr sympathisch, also die haben uns hier rumgeführt und ja, mir hat es hier sehr gefallen. Vor 200 Jahren wurde unsere Schule gegründet als Schule für nicht-jüdische und jüdische Kinder und sie wurde das sehr bewusst als Freischule. Und das Besondere ist, dass man in dieser Schule zusammen lernt, sich gemeinsam auf das Leben vorbereitet. Also einerseits über Judentum, über Jiddischkeit, über Religion lernt. Andererseits aber säkulare Fächer, wie es häufig im Dunstkreis jüdischer Schulen heißt, profaner Fächer bewegt. Die Schule befindet sich im Herzen von Mitte. Und nach der Schule hat man also die Möglichkeit, noch sich irgendwo hinzusetzen. Ich denke auch, dass man schon beim Betreten unseres Schulgebäudes ein wenig von der Tradition unserer Schule merkt. Nach wie vor, oder besser gesagt, wieder findet sich unsere Schule in dem alten Schulgebäude von 1906. Die Aula ist denkmalgerecht restauriert. Vielleicht kann man sich nicht mehr so recht vorstellen, wie die Klassenräume damals aussahen, aber es sind die gleichen Klassenräume, es sind nach wie vor die gleichen Räumlichkeiten, in denen wir uns hier tagtäglich bewegen. Und nach wie vor besuchen uns unsere ehemaligen Schülerinnen und Schüler. Häufig werden wir gefragt, was macht uns eigentlich als jüdische Schule aus? Also die Schule hier unterscheidet sich von anderen Schulen, weil man hier als Hebräisch lernt. Und ich finde keine andere Schule hier im Umkreis, auch in Brandenburg, wo man Hebräisch lernt und die jüdische Kultur so nahe kennenlernt wie hier. Und das ist natürlich mal ein ganz neuer Blickwinkel als Christ oder so. Und ja, das ist ein toller Moment. In der über 20-jährigen Geschichte dieser Schule, wie sie nach der Shoah neu gegründet wurde, ist das Besondere, das Spezielle, das auch von Eltern und von Schülern immer wieder betont wird, die in Anführungsstrichen besondere familiäre Atmosphäre. Und ich glaube, dass diese familiäre Atmosphäre sehr viel damit zu tun hat, dass wir eine jüdische Schule sind. Es geht hier um Respekt, Toleranz, Wertschätzung und Achtung. Und diese Dinge werden in einem quasi geschützten Rahmen etwas anders gelebt, als es in einem sehr großen System möglich ist. Mir gefällt an den Lehrern sehr, dass sie alle zu dir kommen, wenn sie sehen, dass du Probleme hast, aber dass du auch zu ihnen gehen kannst und mit ihnen reden kannst, egal ob sie Vertrauenslehrer sind oder nicht. Am meisten schätze ich die Atmosphäre und die Zusammenarbeit sowohl zwischen den Lehrern untereinander als auch zwischen den Schülern untereinander, aber auch zwischen den zwei Gruppen. Also Lehrer und Schüler sind an der Schule nicht zwei getrennte Gruppen, wie es an anderen Schulen häufig ist. Es gibt viel Austausch zwischen Schülern und Lehrern, der nicht so üblich ist. Also was auch cool ist, dass wir in der 8. Klasse, also alle 8. Klassen, fahren nach Israel für 2 Wochen. Und das ist halt auch sehr schön, mich persönlich hat das sehr beeindruckt, weil ich habe das noch nie erlebt, dass irgendwie 3 Klassen auf einmal im Flugzeug saßen und nach Israel geflogen sind. Und in den 10. Klassen fahren, also hin und wieder gibt es auch Reisen nach Polen und andere Sachen halt auch. Und das ist halt sehr schön. Ich finde meine Freunde toll an dieser Schule. Zum Beispiel kann man einen zurzeit sehr beliebten Leistungskurs jüdische Religionsphilosophie wählen. Dort geht es nicht nur um Talmud, Mishnah, sondern, es sagt der Name, allgemein jüdische Religionsphilosophie. Und darüber hinaus kann, wer sich wirklich einen Schwerpunkt in diesem Bereich wählen möchte, man auch Hebräisch im Abitur wählen. Wir sind derzeit das einzige Gymnasium in Deutschland, das die Möglichkeit hat,
von unseren Lehrern entwickelt, ein zentrales Abitur im Fach Hebräisch abzulegen. Wer möchte, kann natürlich trotzdem sich ein mathematisch-naturwissenschaftliches Profil zurechtstricken und sich in den Bereichen Mathematik, Leistungskurs Mathematik mit einem anderen ergänzenden Leistungskurs und entsprechenden vielen Naturwissenschaften kombinieren. Auch das geht. Also der Biounterricht ist eigentlich mein Lieblingsfach. Ich finde, dass man da sehr gut lernen kann, vor allem da wir auch eine kleine Klasse sind. Das Fach interessiert mich sehr. Und ich finde auch, dass man in allen Unterrichtseinheiten sehr gut lernt, wie man lernt, auch für später, auch für die Uni. Also ich fühle mich eigentlich ganz gut vorbereitet.